Ich möchte euch heute erklären, wie man eine Mittenwicklung auffüttert, wenn man die Pfeile oder die Nogge wechselt. Das hier ist jetzt eine Boning, die passt perfekt auf die Mittenwicklung. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine größere Holzpfeilnogge oder andere Nogge wechseln will, wie hier zum Beispiel die Boning Classic für Holzpfeile, die ist um einiges zu locker. Dafür muss der Nockpunkt schon halbwegs gut eingeschossen sein, um das zu machen. Wenn man den Nockpunkt einschießen möchte, gleich auf die große Nogge, dann kann man hier an dieser Stelle mit normalem Malerkreppband etwas auffüttern, damit diese Nogge gleich von Anfang an einigermaßen guten Sitz hat. Ich nehme dazu zum Auffüttern von einem Fastflight-Faden die Hälfte. Das trenne ich mit einer Stecknadel und tue es ganz kleines bisschen wieder vorwachsen, ist es griffiger. Man fängt an der Oberseite an. Wickelt einen Schlag, wickelt zwei Schlag, wickelt drei Schlag. Und ihr seht schon, die andere Seite führe ich immer nach unten, um später auf einen gemeinsamen Knotenpunkt zu kommen. So, jetzt habe ich mal fünf Schläge rum. Jetzt probiere ich mal. Aha, passt schon. Also zum Testen hier darf das ruhig ein bisschen streng sein, weil es gibt noch einiges nach, wenn die Pfeile zeitlang geschossen sind. Wenn ich das hier habe, dann schaue ich, ob ich für die Nogge, für den Knoten genug Platz habe, dass die Nogge nicht klemmt. In dem Fall mache ich noch einen Schlauch drauf und noch einen Schlauch. So, das wäre jetzt hier mein Knotenpunkt. Das ist ausreichend Platz. Millimeter Luft ist da immer ausreichend. So, jetzt mache ich einen Knoten. Unten drauf, das gleiche auf die andere Seite und auf dem Knoten hier noch einen Knoten. So, jetzt sieht man schon, die Nogge kann sich zwischen den Knoten und zwischen dem Nockpunkt immer noch bewegen, das ist ausreichend. So, jetzt schneide ich es mit der Schere ab. Und brenne die Enden mit dem Feuerzeug. Durch diesen Knoten wird jetzt schon verhindert, wenn das mal wieder ein bisschen lockerer wird, dass die Nogge einfach von selbst runterrutschen kann. Ihr seht, so habe ich einen perfekten Sitz für die etwas größere Nogge. Die andere wird natürlich jetzt viel zu eng sein. Ne? Ja, das hört man schon. Ne? Fastflight ist dafür viel besser geeignet wie Zahnseide, weil Fastflight bleibt an der Oberseite total glatt und ist fast verschleißfrei. Also diese Auffütterung, das ist selbst nach 6 Monaten noch relativ gut und braucht man nichts ändern. Hält relativ lange. Wenn ich das wieder abmachen will und später wieder auf andere Nocken umstellen, brauche ich natürlich keinen Barex drunter. Dann lasse ich das so, wie das ist. Dann gehe ich einfach hinterher und nehme ein Messer und schneide einfach den Knoten auf, die eine Seite, die andere Seite und drösel das wieder runter. Drauf mache ich meine Mittenwicklung, wie sie vorher war. Ist natürlich nicht schlecht, wenn ich mal auf ein Turnier zum Beispiel oder auf 2, 3 Turniere von Carbonpfeile auf Holzpfeile umstellen will, ist das eine gute alternative Lösung. Wenn ihr bei mir eine Sehne bestellt und habt so ein Problem, dann sprecht mir einfach drauf an oder schreibt es mir ins Formular. Ich lege euch da gerne mal einen Meter Fastflight Plus in gewünschter Farbe gratis mit bei. Kein Problem. Also gut, macht's gut.